Vielen Dank. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der Piraten, Digitalisierung als Chance für mehr Demokratie in der Energiewende. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Schmalenbach das Wort. Ja, ich finde das auch wenig lustig, ehrlich gesagt. Aber gut. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, die Bürgerenergiewende steht an einem Scheideweg. In der neuen Novelle werden die falschen Parameter gesetzt, die dafür sorgen, dass die Energiewende für den Bürger uninteressanter wird. Können wir ein bisschen Ruhe bekommen? Der Fokus liegt klar darauf, die großen Player, die das Spiel in der ersten Halbzeit komplett verpennt haben, wieder ins Spiel zu bringen. Im Spiel um die Energiewende schlägt sich der Schiedsrichter Politik auf die Seite der Konzerne. Schauen Sie sich mal bei die Stadien an, welche Atmosphäre herrscht bei parteiischen Schiedsrichtern. So sieht es auch draußen aus. Der Politik mag das augenscheinlich sogar Vorteile liefern, zum Beispiel für die SPD, wie als Zwischenruf hier mal im Hause angemerkt, bessere Arbeitsplätze oder aber auch große Unternehmen, die am Leben erhalten werden, am Ende gar künstlich beatmet. Das halten wir für falsch. Wir würden die unvermeidliche Veränderung lieber planen und politisch begleiten, wie wir bereits mehr als einmal angemerkt haben. Wäre ein Braunkohleausstiegsgesetz ein adäquater Weg? Wir verspielen die Energiewende, wenn wir sie in die Hände der Industrie übergeben. Wir verpassen die einmalige Chance, das Netz zu demokratisieren. Wir verpassen die Chance, das Netz solidarisch zu gestalten, wenn wir an den für die Industrie notwendigen Strukturen festhalten. Der Bürger ist bisher und muss fester Bestandteil der Energiewende sein. Nur so ist sie zu stemmen, denn nur so findet sie die notwendige Akzeptanz. Eine Energiewende, die gelingen soll, muss gerade das fördern, was aktuell von der Politik eher bekämpft wird, nämlich den Eigenverbrauch. Eine Energiewende, die gelingen soll, verzichtet auf große Teile des Übertragungsnetzes. Sie verzichtet auf die Sterntopologie und setzt auf ein vermaschtes Netz. Eine Energiewende, die gelingen soll, ist dezentral. Eine Energiewende, die gelingen soll, ist solidarisch. Eine Energiewende, die gelingen soll, besteht aus vielen Selbstversorgern und systemdienlichen Einzelanlagen. In unserem Antrag orientieren wir uns an eben diesen Zielen und bitten daher um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmalenbach. Für die SPD spricht der Kollege Thiel. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, zum Antrag der Piraten sind eine Menge offene Fragen noch zu klären. Zum Beispiel, welchen Beitrag können sogenannte Prosumer tatsächlich leisten? Welche technischen Voraussetzungen sind notwendig und wann stehen diese tatsächlich zur Verfügung? Was sind die volkswirtschaftlichen und die gesellschaftlichen Kosten? Es gibt zurzeit keine verlässlichen Aussagen darüber, zu welchem Zeitpunkt und zu welchem Umfang welche Flexi-Optionen auf dem Energiemarkt sinnvoll oder auch verfügbar sind. Es ist weiter zu beachten, dass Lastmanagement, und darum geht es ja hier weitestgehend, im Wettbewerb mit anderen Flexibilisierungsoptionen stehen, die teilweise günstiger und leichter umsetzbar sind. Beim Sektor Haushalte haben wir es typischerweise mit einer großen Akteursvielfalt, mit eher kleineren Stromverbrauch zu tun. Wie weit sind hier Lastverschiebungspotenziale tatsächlich erschließbar? Zum Beispiel bei Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Nasssprecher, Stromspeicher und anderen energieintensiven Geräten wie Fernseher und was weiß ich. Was wir nicht wollen, ist eine weitere umlagegeförderte Markteinführung, zum Beispiel von noch nicht ausgereiften Stromspeichertechnologien. Denn das sehen wir ja beim EEG. Das haben die Stromkunden dann insgesamt Jahrzehnte als Kostenposten auf der Stromrechnung.
Batteriespeicher in der Sekundenreserve sind bereits Stand der Technik und wegen der Spannungsschwankungen der Einspeisung von erneuerbaren Energien auch weitestgehend wirtschaftlich, aber auch nur wegen der Wirkmechanismen des EEG. Für leistungsfähige Großspeicher brauchen wir noch intensive Forschung und Entwicklungsarbeit, bis diese technisch darstellbar und wirtschaftlich bezahlbar werden. Darum eher in Forschung und Entwicklung investieren, als weitere Umverteilung durch immer neuere Anreizsysteme in Gang zu setzen. Die Piraten wollen, dass jeder Bürger die Freiheit hat, sich an der Energiewende zu beteiligen. Aber wie sieht das tatsächlich aus? Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende findet vorrangig auf der Stromrechnung statt. So sieht das aus, und zwar in Form der zweithöchsten Strompreise in Europa, ca. 30 Cent Kilowattstunde im Durchschnitt. 1.050 Euro im Jahr zahlt eine dreiköpfige Familie. Allein fürs EEG sind das 230 Euro, die Tendenz steigend, und hinzu kommen noch Netzkosten von ca. 190 Euro. Wenn nun weitere Anreize geschaffen werden sollen, um zum Beispiel technische Hilfsmittel attraktiver zu machen, damit zum Beispiel private Solaranlagenbesitzer sich netzdienlich in das Energiesystem integrieren, dann hat es zur Folge, dass für alle anderen auf der Stromrechnung die Posten Netznutzung und Umlage für abschaltbare Lasten größer werden. Es sollen weiter auch Investitionen angereizt werden und neue Fördertatbestände aufgebaut werden, weil eine Wirtschaftlichkeit oder Marktfähigkeit technischer Lösungen insbesondere bei kleineren Marktsegmenten sonst nicht erreicht werden kann. Nun ist nicht jeder Anreiz oder jede Förderung per se schlecht, aber es gilt doch, auf die soziale Seite der Medaille zu achten. Wer bestellt die Musik und wer zahlt sie? Insgesamt werden mehr als 25 Milliarden Euro jährlich nur für die Förderung von Wind- und Solarenergie in Rechnung gestellt. Weitere Kosten der Energiewende in Milliardenhöhe kommen hinzu. Eine gewaltige Subventionierung mit einem gewaltigen Umverteilungseffekt. Letztlich ist dies eine Frage meines Erachtens für die langfristige Akzeptanz der Energiewende wichtiger, als immer neue Anreizsysteme zu erfinden, damit Dinge oder Tatbestände wirtschaftlich gemacht werden, die sonst einfach zu teuer sind. Natürlich ist NRW für Lastmanagementstrategien hervorragend geeignet, gerade als Industrieland mit einem starken Anteil energieintensiver Betriebe. Natürlich findet hier auch schon zu diesen Themen viel statt. Forschung und Entwicklung zum Beispiel beim Copernicus-Projekt der Energiewende oder bei KMU innovativ werden Förderprogramme des Landes eingesetzt. Auch beim Thema virtuelle Kraftwerke gibt es umsetzungsorientierte Forschungsprojekte und einen intensiven Austausch des Wissens und der Erkenntnisse. Innovation City in Bottrop ist erfolgreich unterwegs, vor allem bei Quartierskonzepten zur Energiewende inklusive Quartierspeichersysteme. Auch und gerade beim Thema Digitalisierung im Sektor privater Haushalte gibt es weitere offene Fragen. Wollen private Verbraucher eine Offenlegung ihres Verbraucherverhaltens? Was ist mit Datenschutz? Akzeptieren Verbraucher eine Fremdsteuerung ihrer Verbrauchsgeräte? Besteht letztlich ein ausgewogenes Kosten- und Nutzenverhältnis? Also noch viele offene Fragen. Daher ist es gut, dass im Fachausschuss weiter beraten wird. Wir stimmen in diesem Sinne einer Überweisung an den Fachausschuss zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Thiel. Für die CDU-Fraktion spricht nun der Kollege Hofenjürgen. Josef Hofenjürgen. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es liegt uns ein Piratenantrag vor, der auf 5 Seiten einige richtige Dinge zusammengetragen hat. Für sich genommen gibt es da interessante Ansätze, die es wert sind, näher beleuchtet zu werden, zum Beispiel, dass ein Konsument auch Produzent sein kann, wenn er seinen Strom selbst verbraucht, oder dass das Thema Bürgerenergieprojekte oder dass die Problematik, dass sich Stromproduzenten aus der solidarischen Finanzierung des Strommarktes zurückziehen und die Kosten auf die verbliebenen Kunden umgelegt werden, so weit, so gut. Das Problem ist nur, dass der rote Faden im Antrag fehlt. Sie benennen zwar einige richtige Themenstellen, diese aber nur da und verknüpfen sie nicht mit den nötigen Schlussfolgerungen. Denn auch in Ihrem Vortrag ist mir nicht klar, was genau eigentlich Sie meinen, wenn Sie sich mit der Demokratisierung des Energiesystems auseinandersetzen und sich das als Ziel wünschen. Und Sie fordern ein Förderprogramm für Projekte zur Vernetzung von Energieerzeugern und Verbrauchern sowie für systemdienliche Hilfstechniken. Lassen Sie mich auf das von der Bundesregierung im Februar 2015 gestartete Programm Schaufenster intelligenter Energie, digitale Agenda für die Energiewende, SINTEC, hinweisen.
Ziel ist es, in großflächigen Schaufensterregionen Musterlösungen für eine sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung bei hohen Anteilen fluktuierender Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie zu entwickeln und zu demonstrieren. NRW ist an einem Schaufenster beteiligt, bei dem es, kurz gesagt, sich um ein virtuelles Kraftwerk handelt. Es geht also um das virtuelle Kraftwerk. Und ich stehe jetzt hier ja nicht im Verdacht, die Landesregierung loben zu wollen. Aber wenn ich mir Ihre Forderung so ansehe, dann scheint mir diese erfüllt zu sein. Wenn es Ihnen nicht ausreicht, dass sich die Landesregierung an einem Projekt des Bundes beteiligt, kann man das so sehen. Dann schreiben Sie das aber auch beim nächsten Mal in Ihren Antrag. Auch über Netzentgelte kann man sich unterhalten. Wir werden das am Freitag über dieses Thema etwas handfester tun. Hier lade ich Sie ausdrücklich ein, sich unserem Antrag anzuschließen, der eine konkrete Hilfe für die meisten Stromkunden in NRW bedeutet. Liebe Piraten, vor dem Hintergrund der erledigten und unklaren Forderung ist es gut, dass Sie diesen Antrag in die Fachausschüsse überweisen wollen, denn dann können Sie Ihre Anliegen dort noch mal genauer erklären und erläutern. Wir stimmen also der Überweisung dieses Antrages zu. Herr Thiel hat ja auch noch einiges Bedenkenswerte dazu gesagt. Auch das wird Bestandteil der Diskussion sein. Es wird hochinteressant werden und vielleicht sind die Piraten in der Lage, Licht in die Unklarheiten ihres Antrages zu bringen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hofen und Jürgen, für diesen fraktionsübergreifenden Ansatz. War das ja schon. Für die Fraktion Die Grünen spricht Frau Kollegin Brems. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, liebe Piraten, Ihr Antrag beginnt mit einem vielversprechenden Titel: Digitalisierung als Chance für mehr Demokratie in der Energiewende. Aber ehrlich gesagt, der Antrag danach ist dann eher nur so ein Sammelsurium von Dingen, die Ihnen als Piraten anscheinend zum Thema Digitalisierung und Energiewende so eingefallen sind. Und ehrlich gesagt ist das dann, was Ihnen da eingefallen ist, auch noch herzlich wenig und wenig Neues. Ich möchte mal nur drei Beispiele nehmen. Wir haben uns bereits 2014 mit einem ausführlichen Antrag im Mai mit den virtuellen Kraftwerken hier beschäftigt und genau daraufhin auch klare Hinweise für die Landesregierung gegeben, wie dort weitere Förderprogramme auszudifferenzieren sind. Wir haben uns im letzten Plenum im September diesen Jahres mit Speichern und den Aktivitäten beschäftigt, die Sie hier noch mal auch kurz erwähnen. Und wir haben uns im März 2016 mit dem Thema Bürgerenergie beschäftigt. All das also nichts Neues. Sie sprechen aber natürlich richtige Fragen an. Sie deuten in Ihrem Antrag hier die wichtige Rolle, die auch wir sehen, der Bürgerenergie an. Denn die Bürgerinnen und Bürger haben die Energiewende, haben die erneuerbaren Energien erst groß gemacht. Sie sorgen damit auch insgesamt für sinkende Börsenstrompreise in den letzten Jahren, für Arbeitsplätze auch in Nordrhein-Westfalen. Und ganz klar ist, die erneuerbaren Energien verändern im Grunde genommen das ganze Stromsystem. Sie haben andere Eigenschaften, als das die großen konventionellen Kraftwerke haben. Und deswegen muss sich natürlich auch der Markt verändern. Ein Markt, der eben auf diese hochsubventionierten Energieträger, diese konventionellen Energieträger zugeschnitten war. Ja, liebe Piraten, Sie haben ein Problem richtig erkannt. Sternchen vielleicht dafür. Ja, die Systemdienlichkeit der Stromverbraucher ist ein wichtiger Aspekt. Die Netze müssen entlastet werden und die Stromverbraucher sollen eben auch eine Speicherung übernehmen oder eben auch dann Strom liefern, wenn das Netz es erfordert. Aber, und das ist ein wichtiger Kritikpunkt von uns, Sie beziehen es ausschließlich auf Bürgerenergie. Und ich möchte da jetzt nicht sagen, Bürgerenergie ist nicht wichtig, da habe ich eben schon ganz was kurz dazu gesagt, aber der reine Bezug nur auf die Bürgerenergie in diesem Punkt ist zu kurz gegriffen und nimmt die Falschen zuerst in die Pflicht. Sie haben nämlich in Ihrer Forderung drin, dass Sie eine Forderung der Netzentgeltregelung haben wollen, so weit, so gut, die Anreize dann aber für die Errichtung und den Betrieb netzdienlicher Bürgerenergieanlagen fordern. Und ehrlich gesagt finde ich das sehr kurios, dann die Bürger nur in die Pflicht zu nehmen. Dabei haben wir ein viel größeres Potenzial im Bereich Lastmanagement, also Erzeugung und Verbrauch nach dem Markt auszurichten, in der Industrie und in der Wirtschaft. Und dort ist man technisch auch schon längst so weit und längst auf dem Weg.
Aber es fehlt eben genau an den genannten Anreizen. Und diesen so richtigen Aspekt einfach dann außen vor zu lassen, finde ich etwas schwach von Ihnen, liebe Piraten. Der Antrag und den Piraten ist leider nicht nur wenig eingefallen. Ich finde, ehrlich gesagt, Sie haben auch noch schlecht recherchiert. Denn wir haben viele unterschiedliche Förderprogramme von Bund und Land für Speicher und andere Aspekte, die Sie genannt haben. Und wir haben eine sehr gute Übersicht auf dem Fördernavi der Energieagentur NRW. Und da ist ganz klar erkennbar, dass Förderprogramme sich ergänzen. Denn NRW muss nicht noch Geld obendrauf tun, wo es von anderen Ebenen schon längst Geld für gibt. Und ein zweiter Punkt. Sie erwähnen in Ihrem Antrag eine Förderung aus Baden-Württemberg für ein virtuelles Kraftwerk in Höhe von 400.000 Euro. Wir haben jetzt einen Wettbewerb in Nordrhein-Westfalen beendet, der dann also zu weiteren virtuellen Kraftwerken führen wird in einem Volumen in Höhe von 30 Millionen Euro. Und dann sagen Sie, so etwas fehlt hier in Nordrhein-Westfalen. Also da ist noch mal ein bisschen nachzujustieren. Und ganz klar ist, auch bei uns und bei diesem Wettbewerb für dieses virtuelle Kraftwerk in Nordrhein-Westfalen ist die Zielgruppe eben auch die Unternehmen, aber auch Konsortien von unterschiedlichen Aspekten. Ein solches Förderprogramm fehlt also in NRW nicht, sondern es existiert längst. Und ich freue mich trotzdem auf die Diskussion im Ausschuss, wie wir dann auf die Bundespolitik einwirken können, die Demokratisierung der Energieversorgung nicht weiter zu torpedieren, aber auch, wie wir Vorteile, die wir in NRW haben, unsere Wirtschaft zum Beispiel mitnehmen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brems. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Terhag. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Deutschland und in Europa haben wir uns aus Gründen des Klimaschutzes zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 die Treibhausgasemissionen um mindestens 80% zu reduzieren. Die Energiewende im Stromsektor soll dabei durch zwei wesentliche Bausteine erreicht werden: die Abschaltung aller Kernkraftwerke bis Ende 2022 und den Ausbau erneuerbarer Energien auf 80% der Stromversorgung bis 2050. Aktuell liegt der Anteil der erneuerbaren Energien bei rund 30%. Das stellt uns bereits jetzt und vor allem in der Zukunft vor neue Herausforderungen bei der Systemintegration und der Gewährleistung von Versorgungssicherheit. Denn der Strom aus erneuerbaren Quellen wird größtenteils durch Wind im On- und Offshore-Bereich sowie durch Solaranlagen ins öffentliche Netz eingespeist. Beide Systeme sind jedoch vom Wetter abhängig. Angesichts des wachsenden Anteils dieser schwankenden erneuerbaren Energien muss unser Stromsystem flexibler werden, damit die System- und Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet wird. Derzeit wird Versorgungssicherheit maßgeblich durch fossile Kraftwerke, durch Braunkohle, Steinkohle und Erdgasverstromung gewährleistet. Der angestrebte steigende Anteil von erneuerbaren Energien erfordert jedoch zunehmend weitere Lastmanagementmaßnahmen, nämlich den Ausbau von Speichern und Demand-Side-Management, also intelligente Laststeuerung. Die Zukunft liegt neben der zentralen Stromerzeugung vermehrt auch in der Zusammenschaltung von dezentralen Verbrauchern und Erzeugern in virtuellen Kraftwerken durch intelligente Netze und Speicher. Die Digitalisierung im Energiesektor ermöglicht hier erhebliche Potenziale, die es auszuschöpfen gilt. Meine Damen und Herren, mir war es wichtig, diese Ausgangslage so deutlich zu beschreiben, denn der hier zur Beratung stehende Antrag der Piraten greift das Thema zwar auf, aber in der vorliegenden Form wird er der Komplexität des Themas im Stromsektor nicht gerecht. Zunächst verheddert sich der Antrag zu sehr im Kleinkleinen. Dass es, ich zitiere aus dem Antrag, im Wesentlichen drei Rechtsformen für Bürgerenergieprojekte gibt, ist zwar schön zu wissen, aber tut hier nichts zur Sache. Für das von Ihnen geforderte Förderprogramm nach dem Vorbild des virtuellen Kraftwerks Neckaralm sehe ich, genauso wie die Kollegen vor mir gerade, keinen Bedarf. Denn anscheinend, und der Kollege Hovenjürgen hat ja auch schon darauf hingewiesen, ist es Ihnen entgangen, dass der Bund bereits das Programm Schaufenster intelligente Energie aufgelegt hat und mit 230 Millionen Euro ausgestattet hat. Davon profitiert auch ein virtuelles Kraftwerkprojekt in Nordrhein-Westfalen. Auch das Dogma der Dezentralisierung und Demokratisierung der Energieversorgung, das Sie wie eine Monstranz vor sich hertragen, versperrt eher den Blick auf die wichtigen Dinge. Und letztlich machen Sie in Ihrem Antrag nicht deutlich, welche ganz konkreten Handlungsnotwendigkeiten bestehen und wie Sie diese anpacken wollen. Dabei sind wir uns im Ziel doch eigentlich einig.
Die Flexibilisierung des Energieverbrauchs muss gefördert werden. Das flexible Anbieten gesicherter Leistungen muss ausreichend honoriert werden, sodass Anbieter und Verbraucher auf Marktpreissignale reagieren können. Mit einem solchen marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen könnten wir auf Kapazitätsmärkte und das EEG verzichten. Leider hat die Bundesregierung die Chancen, die das Strommarktgesetz oder das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende eröffnet haben, nicht genutzt. Und auch die aktuelle Netzentgeltsystematik steht diesem Ziel noch entgegen. Es kann auch nicht sein, dass Betriebe weiterhin durch höhere Netzentgelte bestraft werden, wenn sie das Netz entlasten, etwa weil sie bei einem hohen Ökostromangebot zusätzliche Verbraucher einschalten. In der jetzigen Form halten wir Ihren Antrag für nicht zustimmungsfähig. Der Überweisung in die zuständigen Ausschüsse stimmen wir aber gerne zu. Das gibt Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, vielleicht auch die Gelegenheit, diesen Antrag noch einmal zu bearbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Terhaag. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Rimmel in Vertretung von Herrn Minister Bühne. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ohne Zweifel ist die fortschreitende Digitalisierung auch für die Energiewende eine große Chance. Ja, ich glaube sogar und bin sicher, dass die Digitalisierung richtig angewandt zu so etwas wie einer Leitwährung eines neuen Energiesystems auch werden kann. Allerdings wird die Digitalisierung nicht ohne Plan vonstatten gehen müssen. Und man muss eine Vorstellung davon haben, wie ein Energiesystem, was vornehmlich auf erneuerbaren Energien basiert, dann auch gestaltet werden soll. Also es ist kein Selbstläufer, sondern man muss die Rahmenbedingungen auch entsprechend vorgeben. Und dabei kommt es darauf an, eine klare Richtung zu haben. Es geht nämlich mitnichten darum, Systemintegration zu betreiben, sondern es geht darum, ein neues System zu gestalten und das zur richtigen Zeit und die richtigen Zeitläufe auch hintereinander gestaffelt voranzubringen. Also es reicht nicht aus, alte Kraftwerke durch neue erneuerbare Kraftwerke zu ersetzen, sondern man muss das ganze System sowohl auf der Verteilnetzebene als auch auf der Hochspannungsnetzebene betrachten. Und da ist das Ganze nicht so widerspruchsfrei, wie die Piraten in ihrem Antrag dargestellt haben. Was klar ist, wir brauchen Flexibilisierung, wir brauchen auch mehr Dezentralität und in der Tat werden auch die dezentralen Verbraucher mehr und mehr zu Produzenten. Aber gleichzeitig muss natürlich bedacht werden, dass wir sowohl im Speicherbereich als auch im Verbrauchsbereich auch große Abnehmer und große Optionen nach wie vor brauchen, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und hier sind in der Tat noch viele Arbeiten zu leisten. Wir sind nicht der Meinung, dass die Digitalisierung Partizipationschancen der Bürgerinnen und Bürger alleine vorantreibt, sondern Digitalisierung kann auch helfen, große Verbraucher und Verbraucher versorgungssicher in Zukunft auch am wirtschaftlichen Leben teilhaben zu lassen und Produktion sicherzustellen. Dafür sind aber noch wesentliche Voraussetzungen zu leisten. Im Übrigen in der Tat, wir haben es bereits mehrfach diskutiert, das neue EEG, was ab 1. Januar 2017 gilt, hätte in der einen oder anderen Frage, gerade wenn es um Bürgerenergieprojekte geht, mehr möglich machen können. Aber auch die jetzt vorhandenen Optionen, beispielsweise Solarstromprojekte unter 750 Kilowatt auf den Weg zu bringen mit Photovoltaikanlagen oder auch bei Windenergieparks sich zu beteiligen, bietet für die Bürgerenergie einiges an Optionen. Lassen Sie uns das doch abwarten, welche Chancen hieraus auch entsprechend wahrgenommen werden. Hinsichtlich der virtuellen Kraftwerke, also dem Zusammenschluss dezentraler Anlagen in Verbindung mit flexiblen Lasten und Speichern, ist die Landesregierung bereits unterwegs. Mit unserem EFRE-Klimaschutzwettbewerb virtuelle Kraftwerke fördern wir daher neuartige, umsetzungsorientierte Projekte in Nordrhein-Westfalen. Und die erste Antragsphase ist bereits abgeschlossen. Die Bewilligung wird spätestens im Februar 2017 dann abgeschlossen sein. Und der zweite Call, der in den zweiten Gang des Wettbewerbs einleitet, wird dann Anfang 2017 starten.
Über die Speichertechnologien haben wir in der letzten Debatte des Landtages sehr ausführlich gesprochen. Auch da gibt es in der Tat Widersprüche. Volkswirtschaftlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es nicht sinnvoll, eine dezentrale Struktur von Speichermöglichkeiten zu haben. Das ist zwar dann für den Einzelnen in der Garage oder im Keller möglicherweise interessant, aber für die Gesamtökonomie wäre es besser, an zentralen Stellen größere Speicheroptionen auch zur Netzstabilität zu haben. Hier ist der Konflikt auch um die notwendigen Rahmenbedingungen auf Bundesebene noch nicht entschieden. Wir in Nordrhein-Westfalen haben auch hier im Rahmen des Leitmarktwettbewerbs Energie-Umweltwirtschaft in Ergänzung des KfW-Programms Optionen für verschiedene größere Speicheroptionen vorgesehen und hoffen, da auch Projekte auf den Weg zu bringen, die uns zeigen, wie Rahmenbedingungen zukünftig gestaltet werden sollen. Was also bleibt von Ihrem Antrag, ist in der Tat die Forderung nach der Reform der Netzentgeltregelung, um den Betrieb netzdienlicher Bürgerenergieanlagen anzureizen. Hier allerdings sind technische Voraussetzungen nötig, insbesondere Leistungszähler, die im Viertelstundentakt die abgenommene Leistung messen. Hier ist es erst notwendig, dass wir ein Rollout bekommen, um dann die entsprechende Reform anzuschließen. Also die Voraussetzungen sind noch nicht vorhanden, um genau das zu tun. Deshalb bleibt das abzuwarten, wie und in welcher Weise die technischen Voraussetzungen auch auf den Weg gebracht werden. Das in der Tat ist ein diskussionswürdiger Punkt. Ansonsten sind aus Sicht der Landesregierung die von Ihnen angesprochenen Punkte auf dem Weg. An der einen oder anderen Stelle könnte mehr politischer Druck helfen, die Rahmenbedingungen in Berlin anders zu gestalten. Aber jetzt müssen wir mit den Rahmenbedingungen so arbeiten, wie der Bundestag und der Bundesrat sie beschlossen hat. Und das tut die Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Die Landesregierung hat ihre Redezeit um 51 Sekunden überschritten. Aber ohnehin haben die Fraktion der Piraten noch Redezeit. Und der Kollege Schmalenbach hat sich noch einmal gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Oh, ist ja groß. Minister Remmel sagte, man muss eine Vorstellung davon haben, wo es hingeht. Man muss das gesamte System betrachten. Ja, Herr Minister Remmel, und genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem in dieser Diskussion. Wir betrachten das Netz von morgen eben tatsächlich nicht mehr als ein Netz in einer Sterntopologie, wo Großkraftwerke bis in die entferntesten Regionen kleine Dinge versorgen, sondern wir betrachten das Netz von morgen als ein vermaschtes Netzwerk, wo überall Verbraucher und Anbieter in einzelnen Parzellen ungefähr sich die Waage halten und wo dann Parzellen drumherum aushelfen, wenn es mehr Leistung braucht. Das heißt also, wir betrachten das Netz von morgen tatsächlich ganz anders, als Sie das hier tun. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ob das jetzt aber von uns falsch ist oder von Ihnen, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es so ist. Darauf aufbauend sagen Sie, volkswirtschaftlich seien dezentrale Speicher nicht sinnvoll. Ich hoffe mal, Sie meinen jetzt, dass die aktuell zu teuer sind, weil ansonsten sind sie nämlich genau das. Ich kann meinen Plan tatsächlich nur realisieren, wenn ich überall die Speicher liegen habe und nicht, wenn ich irgendwo riesige, fette Investitionen von dicken Firmen wieder mache, sondern dann, wenn die Speicher wirklich überall vorhanden sind. So, dann Herr Thiel. Er sagte sinngemäß, er hätte noch viele Fragen. Das ist gut, wenn ich die SPD dazu bringe, sich Fragen zu stellen, finde ich das gut. Und wir wissen ja alle hier im Parlament, dass... die Redezeit stimmt aber nicht, oder? Die Minute vom Minister? Okay. Die Anträge der Opposition sind ja hier sowieso nichts mehr als eine Diskussionsgrundlage. Und so stelle ich meine Anträge auch als Diskussionsgrundlage für den Ausschuss, weil es mehr nicht ist. Durchbekommen tun wir den sowieso nicht. Also selbst wenn er euch gefällt, dann nehmt er ihn, schreibt ihn um und reicht ihn selber ein, weil ihr ja nicht die Eier in der Hose habt, zu sagen, da habt ihr was Gutes gemacht.
Und dann zum Preis. Jetzt fängt die SPD tatsächlich an, uns vorzurechnen, dass die Energiewende teuer ist. Ich komme überhaupt nicht drauf klar, Herr Thiel. Ich komme überhaupt nicht drauf klar. Wir wissen doch alle, dass es ein Designfehler ist, dass es ein gewollter Designfehler ist. Und jetzt machen sie das Ding hintenrum wieder kaputt. So wie alle es vermutet haben, wie alle Energiewende-Befürworter es immer vermutet haben, hauen sie jetzt wieder drauf rein, von der SPD aus. Das ist bitter, wirklich. So, genügend Redezeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schmalenbach. Wir sind am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Ein bisschen unruhig im Moment hier. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages Drucksache 13032 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk federführend sowie an den Ausschuss für Klimaschutz. Bisschen ruhig. Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit bei Enthaltung der Überweisung. Damit ist die Überweisungsempfehlung bei einigen Enthaltungen angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, Antrag der